Ein Schiff hat angenähert den Querschnitt eines Halbkreises mit einem Durchmesser von 10 Metern. Es ist 40 Meter lang. Wie groß ist die maximale Ladekapazität des Schiffes in Tonnen ausgedrückt? Der Querschnitt von dem Schiff ist also ein Halbkreis mit Durchmesser groß D, der 10 Meter misst. Demzufolge muss diese Höhe klein h, das heißt der Radius von diesem Halbkreis, 5 Meter betragen. Wir wissen, dass die Länge groß L von dem Schiff 40 Meter beträgt. Und da die verdrängte Flüssigkeit Wasser ist, wissen wir auch, dass die Dichte der verdrängten Flüssigkeit 1000 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt. Was wir suchen, ist die Masse von der maximalen Ladung und wir sollen diese Masse in Tonnen ausdrücken. Um diese Masse herauszufinden, nutzen wir diese drei Formeln. Beginnen wir mit der ersten, die besagt, dass die Gewichtskraft von der Ladung gleich sein muss zum archimedischen Auftrieb. Und die zweite Formel besagt, dass man solche Kräfte berechnet durch Masse mal Gewichtsfaktor klein g, wo klein g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Also wenden wir diese Formel hier an und finden somit, dass die Masse dieser Ladung mal Gewichtsfaktor gleich ist zur Masse der verdrängten Flüssigkeit mal denselben Gewichtsfaktor. Diese Gleichheit können wir durch klein g kürzen. Wir wissen, dass die Dichte der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Masse der verdrängten Flüssigkeit geteilt durch ihr Volumen. Also ist die Masse der verdrängten Flüssigkeit gleich zur Dichte der verdrängten Flüssigkeit mal das Volumen der verdrängten Flüssigkeit und das Volumen der verdrängten Flüssigkeit ist natürlich das Volumen von diesem Schiff. Also, dieses Volumen, das ist der Flächeninhalt von diesem Halbkreis, das heißt ein halbes mal Pi mal Radius h im Quadrat mal die Länge des Schiffes, also mal groß L. Und somit können wir daraus schließen, dass die gesuchte Masse M gleich zu dieser Masse ist, diese Masse ist gleich zu diesem Produkt und dieser Faktor ist gleich zu diesem Produkt. Daraus schließen wir, dass die gesuchte Masse gleich ist zu der Dichte der verdrängten Flüssigkeit mal ein halbes mal Pi mal die Höhe klein h im Quadrat mal L. Und hier drin setzen wir die bekannten Werte ein und finden somit als Masse 1.570.796,327 Kilogramm. Und das sind ungefähr 1.570 Tonnen. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Masse der maximalen Ladung beträgt ungefähr 1.570 Tonnen.